ich irgendwann nicht mehr reagiere, dann ist das, weil Sand in meinem Ohr ist. Okay. Aromaverstärker hier. Das ist das Wasser aus der Quelle von Mami? Nee, Quatsch. Schnitt! Das ist das Wasser, Quellwasser aus Sagora. Wie war das? Was kommt da eigentlich genau rein? Außer Vitamintabletten und. Kaum kommt nur. Was kommt da rein? Sprich. Silberjodid. Thank you.
Tom. Ja. Kannst du mir mal das Stativ aus meiner Hülle holen da? Ja, so ein schönes blaues Hemd. Ja. Weiße Kappe. Was anderes kann man sagen. Du wärst eigentlich für Fernsehen gedacht heute. Ja, vor allem das ist so richtig professionelles Kennen. Das spricht selten vor dem Stück. Jo. Komm mal nicht. Ja, dann soll er sich welches kaufen. Na, vor allem, ob er Geld hat.
Feiglinge! Was? Durchfahren? Feigling! Lass ihn nur einmal! Nein. Der Bembel zuerst! Vorbei. Wie kaputt an die Maschine.
Alter, das ist satt, ich richtig raus. Guck mal hier. Hol die Füße mal. Das hab ich noch nie gesehen. Was? Jetzt brauche ich den Original KTM Schlammsbach. Guck mal. Boah. Das ist voll. Das ganze, die ganze Schwinge ist voll mit dem Scheiß. Schwinge ist gut. Ja, das ist von vorher. Das ist ja noch schlimmer. Du solltest weiterfahren, bevor das Beton wird. Wenn schon alles. Ich dachte, ich hätte mit dem Kopf. So ändert sich das. Schokolade. Dakar. Ja, komm in Farbe mit dem Drehrum. Hier musst du gucken. Ja, das füllt das aus dem Motor raus. Ja, das sieht hier auch. Das ist, also hier am Federbein, das sieht alles wohl. Gut, ne? Dreh, ist der Lüfter denn noch frei, dass der ab und zu noch mal dreht? Vielleicht könnte ja sein, dass jemand stirbt an Schlamm. Wow. Fällt schon ab. Das war's. Weißt du, warum du reingefahren bist? Das hört ja gar nicht wieder auf. Ich hab nur gedacht, gleich bist du weg. Du bleib bloß jetzt auf dem Gas stehen. Kein Gas mehr. Ganz wichtig. Und dann sah ich schon die hellen Stellen. Und schnelle Fahrer. Ich bin total eingekommen.
Jetzt ist toll. Jetzt ist gut. Heringe. Der Fuß muss enger zusammen, oder? Das ist einfach schade, das ist einfach zu weit vorne. Thomas, willst du wieder unterhalten, was du zum Essen machst? Was macht er da? Kann ich die Heringe machen? Das Feld ist nicht, brauchst du nicht mehr nichts mehr zu essen. Halt mich erstmal fest. Ja, ich stehe und halte mich. Kann man sie nicht nur einen halben Meter weiter hinten schieben? Warum? Nur einen halben Meter hinten, ich habe doch da keinen Platz da. Jetzt muss es nur verspannen, dann springt er hier so über Zeilen um. Soll ich da außen rum? Nee, außen geht nicht, da stehen die Motorräder. Die stehen, die müssen wir aufladen und verschrottern. Ein paar Platz. Naja, wenn wir es zurück tun, dann ist es noch gleich. Lohnt sich es nicht zu duschen, wenn man sowas hat. Bei feuchten Fürzen.
nicht so schnell bewegen, Tom. Du musst deine lange Belichtungszeit einstellen. Ja, eben. Der Wind. Was daran liegen könnte. Kuckucksuhr. Weißt du, wie dämlich das aussieht? Das muss mit rein. Ja, dann muss es immer rein. Kennst du doch. Wenn einer sagt, ah, bitte film mich nicht, dann ist diese Szene auf jeden Fall drin. Das gibt's. Also, im Brunnenfest hatte ich das auch. Nein, schneid das bitte raus. Nimmst du mit Ton auf? Ja, natürlich. Du kannst mit den Daumen noch zappeln. Der Bertel macht das fein. Ganz ruhig. Mit Beleuchtung. Gegenlicht. Uwe, schau mal in die Flammen. Du bist gar nicht heller. Was ist das? Du hast lichtabsorbierende Haut. Das ist der ganze Dreck. Wie wird das sein? Besser? Nicht wirklich. Wie fühlt man sich denn eigentlich so als einziger Sauberer unter lauter Dreckigen? Sauber. Einfach nur sauber. Wie ihr euch dabei fühlt, kann ich nicht nachvollziehen. Und bei dem Wind rieche ich euch nicht wirklich. Dann haben wir ja Glück gehabt. Uff, fantastisch, formatfüllend. Martin, formatfüllend. Und dieses Lichtspiel. Ob ich das als Einstiegssequenz nehme? Ja, genial. Die Statue von Madhuashriya. Gut, das klingt zu platt. Nee, das muss anders. Da muss noch mehr rein. Ich überlege mir was. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Da ist ja noch was. Auch formatfüllend, fast. Nett. Den haben wir denn jetzt noch nicht? Lächeln mal. Uwe, du musst den mal näher ans Feuer kommen. Knie dich mal dahin. Ich kann auch durchs Feuer laufen. Oh ja. Mach. Oder stell dich mal mitten rein, bis du so von unten beleuchtet. Und dann noch so kreuzartig, ja. Jetzt mache ich nochmal Feuer ohne Poolfilter. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus mit der langen Belichtung. Das ist ja der Indikator dafür, wenn man zu nah ans Feuer geht. Wenn der brennt, soll man weggehen. Ich stinke hier. Das Ding fängt zu stinken. Dreharbeiten einstellen. Dein Porsche. Mikro und Bild ganz oft, aber ein brennendes Mikro und Bild. Ich merke schon, ich muss wieder künstliches Lagerfeuerknistern einspielen. Hintergrundgeräusche wirklich nicht brauchbar. Der Harz ist schon alle weg, wa? Oh, wirklich sehr heiß. Lange darf man das nicht machen, da. Ja, 43 haben wir jetzt. 43, theoretisch noch 2 Minuten. Da oben in den Wolken. Oh ja. Sieht man schon. Stimmt.
hat Isa und Michael eine Gegenlichtblende, die nicht benutzt wird. Das war schickweise schon. Die ist so locker, die fliegt immer weg. Ja, auch, also aber auch immer schon richtig montiert zum Versorgen, aber nicht zum Fotografieren. Ne? Ich habe gedacht, für gegenseitige Lichteinfall oder so. Hast du immer? Ja, ich mache sie oft drauf. Ich nicht, weil meine immer wegfliegt. Das ist immer. Das ist ein Wunder, dass die jetzt dran ist. Also wenn die Sonne im Rücken steht, brauche ich sie nicht. Wenn sie von der Seite kommt oder so, dann mache ich sie aus. Das merkst du richtig bei dem Weitwinkel. Dann wird es extrem. Nee, das ist ja blöd. Völlig unspektakulär. Ja, ja, also unspektakulär ist es nicht. Ja. Gucken, wie es aussieht, wenn sie über diesen Dunstschleier kommt. Aber jetzt siehst du, ey, es ist echt schon enorm, wie schnell sich die Erde dreht eigentlich. Ne? Man sieht sie richtig hoch. Ja. Ja, um die 800 Stundenkilometer? Nee, über 2000. Über 2000? Ja. Nee. Doch. Du kannst es ja ausrechnen. Ja, 40.000? 42.000 Kilometer in 24 Stunden. Da kommt mit 800 Kilometern pro Stunde nicht hin. Okay. Auch wieder wahr. Morgen. Ja, liege ich aber auch falsch, knapp unter 2000. Ja, ja. Ist noch nicht klar, wie soll man mit dem Flugzeug mehr oder weniger der Zeitverschiebung, also ja, der Zeitdifferenz hinterher fliegen kann. Ne? Ja. Mit der Concorde zum Beispiel haben sie das ja gemacht. Ne? Ja, weil die ja über 2000 Stundenkilometer geflogen ist. Ja? Ja. Fliegt das Teil so schnell? Flog über Mach 2. Ja. Ja, hinter die Düne. Dann geht sie hinter die Düne auf. Das letzte Mal wurde der Berg so leicht rosa erst. Mhm. War bestimmt schön. Es lag an irgendwelchen ganz bestimmten Luftzusammensetzungen an diesem Tag. Auch hier ein total tolles Licht hier. Vielleicht muss es ja wirklich dunstfrei sein. Wir hatten da hinten Klopapier in die Düne geklatscht. Sieht sehr schick aus. Also ich habe gestern meines verbuddeln können mit Achenkraft. Und doch gemacht. Kannst du dich mal gerade hier hin? Schnell mache ich einen Schwenk. Ha ha ha.
toll aus. Eine richtige Morgenröte. Das war so eine Morgengelbe nur. Die Pudel haben alle. Zum Glück habe ich das auf Filmmaterial, dass dem so ist. Sonst denkt ihr noch, ich würde euch verarschen. Na, das wird nichts mehr, ja, das wird rot. Nee. Nein, Eddie. Das ist ganz am Anfang nur. Ja. Nee, ich wäre ganz am Anfang nur. Da muss wirklich ganz klar sein. Ein bisschen rötlich war die Runde. Klaus zaubert denn da schon noch ein bisschen Rot hinein. Ja, ich könnte ja jetzt schon mal einen Filter einlegen. Das tust du noch.